Ich brauche eure Hilfe, ebenso wie ich meine Apostel und Jünger brauchte, als ich auf Erden wandelte. Donnerstag, 8. November 2012, 15:50 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, meine Jünger, geistlichen Diener und Angehörige des Klerus sammeln sich jetzt weltweit, als Reaktion auf diesen Aufruf vom Himmel. Ich, euer geliebter Jesus Christus, bin mit meinen besonderen Gnaden in ihren Herzen anwesend. Sie erkennen dieses göttliche Rufen, denn der Heilige Geist hat sie mit dem Wissen bedeckt, dass es tatsächlich ich bin, Jesus Christus, der Menschensohn, der mit ihnen kommuniziert. Ihr, meine geliebte und geschätzte Gemeinde, werdet in dieser Zeit mit meinem heiligsten Herzen umschlungen. Ich führe euch in Richtung des Weges, so dass ihr den verlorenen Seelen, die meiner großen Barmherzigkeit bedürfen, die Wahrheit mitteilen könnt. Mein Geschenk an euch ist dieses: Ich werde eure Herzen in einer Weise berühren, dass ihr sofort erkennen werdet, dass es sich um göttliche Inspiration handelt. Wisst ihr nicht, wie sehr ich euch liebe, wie sehr ihr unter der Macht eures göttlichen Erlösers, welcher der Welt Erlösung versprochen hat, beschützt seid? Mein zweites Kommen ist nahe, und ich wünsche, alle Sünder zu retten, ungeachtet dessen, wie geschwärzt ihre Seelen sind. Denkt daran, dass es mir durch euer Engagement möglich sein wird, euch zu führen, damit solche bedauernswerten Seelen aus dem Griff des Teufels befreit werden können. Zögert nicht, auf meinen Ruf zu antworten, aber wisst, dass ihr vorsichtig sein müsst in Hinsicht darauf, wie ihr das tut. Ich muss meine Armee so aufbauen, dass sie, die Seelen, sich privat sammeln können, um sich zu enger Einheit zusammenzuschließen, so dass sie ihre Gebete vor mir darbringen können. Ihr müsst schnell handeln, und jene Seelen werden, sobald sie meine Kreuzzugebete beten, zu euch gezogen werden. Ich brauche eure Hilfe, ebenso wie ich meine Apostel und Jünger brauchte, als ich auf Erden wandelte. Kommt jetzt. Habt keine Angst. Hört nicht auf diejenigen, die euch herausfordern, die sich über euch lustig machen werden oder mein heiliges Wort verunglimpfen werden. Eure Zeit, um mir zu dienen, ist gekommen. Steht mutig auf und folgt mir. Ich werde euch mit Liebe und Freude in euren Herzen erfüllen. Bald werdet ihr keine Zweifel mehr haben in Hinsicht darauf, wer dieses von euch erbittet. Ich danke euch, dass ihr auf meinen Ruf geantwortet habt. Ich segne euch und führe euch zu jeder Zeit. Euer Jesus.